Hallo Leute, nach einer Woche Aufschieben ist es nun soweit. Wir spielen die Spinnenhölle von Tomb Raider 2 Remastered. Da geht's schon gut los. Nehmen aber erstmal für die kleinen Spinnen, denke ich mal, hier eine Automatik reicht. Oh, ich dachte, jetzt fallen wir tief, aber ich habe das Wasser gerade nicht gesehen. Das ist manchmal so, dass man das gar nicht so sieht im ersten Moment. Ja, die kleinen Spinnchen, die können wir ja erstmal so machen. Können wir mal... Ah, Fackeln sind zwar rar, aber man will ja auch ein bisschen was sehen. Okay. Ja, bis jetzt traue ich mich, weil ich weiß, am Anfang kommen nur kleine, aber gleich kommen auch die großen. Würde auf jeden Fall... das sieht eklig... sieht das eklig aus. Die Wandtextur, seht ihr das? Oh Gott, Leute. Ja, wir nehmen den Granatwerfer. Kommt hier auch noch jemand? Da kommt... Ach, das sind kleine. Oh Gott, ich bin jetzt schon ganz... Huiuiui. So. Aha. Nehmen wir mal lieber ein Licht mit, aber ganz schnell die Waffen ziehen, wenn jetzt dann doch die größere Spinne kommt. Weil das kann nicht mehr lang dauern. Nein, das ist noch eine kleine. Das sind zwei kleine. Wir wissen aber alle, dass es nicht dabei bleibt. Aber ich finde, es ist noch okay. Hier sind nicht ganz so viele Spinnennetze. Ich dachte, vielleicht haben sie da noch ein paar ergänzt. Das ist bis jetzt eigentlich noch relativ okay. Das sieht wirklich eklig aus. Hier liegt Munition. Da ist schon mal... die brauchen ja zwei. Oder haben wir daneben geschossen? Aber sie sehen nicht ganz so echt aus. Ich bin etwas erleichtert gerade. Es geht. Es geht. Ich war jetzt wirklich so ein bisschen angespannt die Tage, weil ich dachte, oh Gott, ich muss die Spinnenhölle spielen. Ich habe extra hier alles abgedunkelt dafür. Aber bis jetzt bin ich da eigentlich ganz fein mit. Muss ich sagen. Da ist eine kleine. Ja, schön ist das natürlich nicht. Aber es gehört zum Tempel des Xian dazu, durch diese Spinnenhölle zu schreiten. Das ist einfach so. So, haben wir hier noch irgendwas? Von da oben kommt aber nichts. Ich glaube, ich will jetzt... Och, scheiße. Das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten für mich. Das ist jetzt keine schöne Kameraperspektive gewesen. Halleluja, hat mich das jetzt erschreckt. Oh mein Gott. Das war jetzt ein bisschen heftig. Die war das hier. Die Sau hat mich zu Tode erschreckt. Heilige Maria, Mutter Anna. Das war jetzt gerade echt heftig. Puh. Okay, mir ist gerade richtig warm. Ich muss gerade erstmal klarkommen. Die Zeit nutze ich, Medipack zu nehmen und zu speichern. Ja, das war jetzt gerade der ultimative Showdown hier in der Spinnenhölle. Ich habe mich definitiv erschreckt. So viel kann man sagen. Ja, da ist, noch eine. Ich freue mich, wenn wir hier raus sind. Also, das Fiese war... Ich hole jetzt gerade mal die Fackeln, dann können wir das besser ausleuchten. Hier ist sie. Wahrscheinlich ist sie dann wieder direkt aus, wenn wir sie hier aufheben. Holla, die Waldfee. Ich bin gerade fix und fertig, Leute. Echt. Und zwar, wo wir hier standen, habe ich hier oben mich ablenken lassen von diesem Spinnennetz. Und in dem Moment kam die Spinne von oben runter und ich habe nicht damit gerechnet. Deswegen habe ich mich so, so schlimm erschreckt gerade. Aber ich glaube, jetzt haben wir es, Leute. Die Spinnen sind soweit ausgelöst. Das heißt, nichts wie raus hier. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, es kommt da auch noch eine. Aber... Wie viele Fackeln haben wir noch? Ja, die nehmen wir jetzt hier drin. Das ist mir scheißegal. Wenn nicht in der Spinnenhölle, wo dann? Und ich bin relativ beruhigt, weil es wurde anfangs ja so ein bisschen gemunkelt. Ich habe mich ja bis jetzt nicht spoilern lassen, was die Spinnenhölle betrifft. Dass es ja auch sein kann, dass vielleicht eine Riesenspinne, die es damals noch gar nicht gab, noch dazukommt. Aber das ist nicht der Fall. Also sie haben gegnertechnisch wirklich alles so belassen, wie es auch im Original war. Das wäre jetzt auch das erste Mal gewesen, wenn ein Gegner gekommen wäre, den es im Original so nicht gab. Aber ich konnte es nicht ausschließen.
Na toll. Egal. Also Medipack-technisch ist mir das wirklich egal, wie viel wir hier verbrauchen. Wir haben genug und darum soll es in dem Let's Play aber einfach nicht gehen. Hier mit so wenig Medipacks wie möglich durchzugehen. Ich will eher das Spiel sehen, genießen und so vollständig wie möglich abschließen. Wie viel Leben wir dabei verschwenden, wie viele Medipacks wir brauchen, das ist mir echt egal. Genauso wie mit der Munition. Wir haben die dafür, um sie zu verschleudern und nicht am Ende noch im Inventar übrig zu haben. Das ist nicht der Sinn dahinter für mich. So, den Sprung sollten wir uns jetzt nochmal hier genauer zu Gemüte führen. So. Und dann am besten hier aus dem Stand da hoch. So. Und die da drüben, die können wir aus der Entfernung jetzt mal schön mit der M16 machen. Und die Geräusche sind auch eklig, wenn sie sterben, muss man jetzt an der Stelle nochmal sagen. Ja, wirklich widerlich. Und wie die dann auch so zusammengekauert da rumliegen, ne? Das ist schon wirklich eklig. Wir können sie uns jetzt mal anschauen. Also alle, die keine Spinnen mögen, schaut weg. Er schaut wahrscheinlich gerade sowieso schon weg. Ich finde, es geht, aber sie sehen schon noch sehr comic-mäßig aus. Sind natürlich schöner als... Okay, die Haare an den Beinen sind natürlich schon ein bisschen grässlich, muss ich jetzt mal sagen. Ne, die Haare sind schon heftig, aber... Achso, Fotomodus wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nochmal hier zum alten switchen. Da waren sie halt auch schon echt eklig, ne? Auch mit diesen riesen Zähnen hier vorne. Es ist schon echt eklig, aber es ist nicht so realistisch, wie ich es befürchtet habe. Es ist noch okay. Es ist nicht ganz so schlimm. So, das war gerade knapp an diesem ekelhaften Spinnenknäuel an der Decke vorbei. Und jetzt würde ich sagen, nichts wie raus hier aus dieser Spinnenhölle. Das, war jetzt echt nicht ohne. Das haben wir aber jetzt hinter uns, Leute. Ich freue mich wirklich sehr. So, speichern. Zocker Zentri, du auch. Du hast es auch geschafft. Wir haben es jetzt geschafft. Nichts wie raus hier. Boah, diese goldenen, das hatten wir schon mal, glaube ich, uns angeschaut. Aber, ne, diese goldene Texturierung, das war nämlich bei Tomb Raider 1 ja auch so. Das kommt so geil rüber im Remaster, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Geil gemacht. So, hier müssen wir eigentlich nur zu einem Schlüssel hochklettern. Da hätten wir eigentlich vielleicht aus dem Wasser raus auch hochklettern können. Wenn Lara irgendwie so ein Steigeisen mitgenommen hätte, hätte man sich das vielleicht irgendwie ein bisschen sparen können mit der Spinnenhülle. Aber Lara wollte vielleicht auch das Adrenalin. So, da ist noch ein goldener Barracuda, der ist aber schon tot. Die haben wir schon alle ausgerottet. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück und den Schlüssel einsetzen. Welchen haben wir denn da überhaupt? Das ist der silberne Schlüssel. Gut, dann erstmal nichts mehr raus hier. Ich mache jetzt keine Fackel an, weil wir wirklich schauen müssen, wo wir bleiben damit. Wir haben nicht viel im Überfluss oder Überschuss, das wäre auch gegangen. Hab gerade überlegt, was sage ich, dann kam das bei raus. Genau, also wir sollten jetzt nicht zu verschwenderisch damit umgehen, weil auch das nächste Level sehr dunkel wird. Die schwimmenden Inseln. Aber dazu im nächsten Level mehr. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo der Schlüssel rein muss. Ich glaube, das ist hier irgendwo drüben, ne? Diese Tür. Und dann kommt jetzt nochmal so ein Tempelabschnitt. Aber das Schlimmste am Level haben wir auf jeden Fall jetzt hinter uns. Haben wir geschafft. Jetzt kommen aber noch so ein paar schwere Stellen. Und vor allem das unerreichbare Medipack von Tomb Raider 2. Da bin ich schon wirklich sehr gespannt, ob man da rankommt oder nicht. Oh Gott, ich dachte, jetzt kommt eine Kugel von unten und wir sind tot. Aber das war nur die Lampe, die da so von oben runterkam und Lara eine Erleuchtung geschenkt hat. Auch mal nicht schlecht. Dass die Frau mal erleuchtet wird hier. Ja, da kommt jetzt die Kugel nämlich. Und ich glaube, hier auch, ne? Ja. Da kam aber schön hier rüber. Und da drüben lächelt uns wieder ein bisschen Munition an. Aha. Ja, sehr schön. Dann speichern wir den Fortschritt und kommt, glaube ich, jetzt schon bald zu dieser Stelle mit dem unerreichbaren Medipack. Oh, die Brücke ist halt auch cool. Ah ja, da ist ja was, da war ja was. Frag mich halt, was der Tiger hier oben macht, ne? Warum tigert der hier rum? So, hier haben wir noch einen Adler.
glaube, da bleibt es aber auch dabei bei diesem einen. Von hier sieht man den Tempel halt auch nochmal ganz schön, ne? Das vielleicht auch einfach nochmal so fürs Gesamtbild vom Level. Ah ne, wir kommen jetzt erst in den Raum noch. Genauestens genau, hat das Samson mal gesagt. So. Ein Tiger kommt selten allein. Das ist einfach so. So, wie viele Gegenstände haben wir eigentlich mittlerweile? 32 von 40. Also so viel ist, glaube ich, am Level auch gar nicht mehr dran. Mal gucken. So, jetzt erstmal hier hoch. Zack. Und was haben wir da? Ach ja, diese Katapulte und so weiter. Ich erinnere mich, da müssen wir dann hoch. Ich frage mich nur gerade, erst da hoch? Ich glaube nicht. Wir müssen, glaube ich, erst hier lang. Oder können hier lang. Jetzt weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, was es bringt. Was man zuerst machen muss. Aber die Katapulte dann, denke ich, erst im zweiten Schritt. So, das ging. Weil das war nur eins, von daher entspannt. Hier liegt noch irgendwo was rum, glaube ich. Das müssen wir uns gerade mal anschauen, weil ich glaube, da ist irgendwo eine versteckte Munition. War das nicht so? Ah, ja, doch. Da war nämlich wirklich was. Und da ist ein Lavaloch, wie ihr gesehen habt. Da oben gehen wir dann weiter. Wir gehen jetzt erstmal in diese versteckte Passage hier. Genau, weil da ist nämlich Uzi-Munition zu finden. Wollen wir natürlich haben. Ich weiß jetzt nur nicht, wo wir jetzt genau rauskommen. Wir speichern nochmal zwischen, weil es kann wirklich jeden Moment was kommen. Und hier wird es jetzt auch echt dunkel. Da mache ich jetzt eine Fackel an. Ach so. Ja, die Fackel hätten wir uns jetzt sparen können, aber egal. Das war jetzt wirklich nur für das Goodie. Jetzt müssen wir das halt nochmal lang. Ist aber nicht schlimm. Die Kugeln sind jetzt auch ausgelöst. Das heißt, da passiert ja jetzt nichts mehr weiter. Das heißt, wir hätten das eigentlich auch zum Schluss als Rückweg machen können. Bevor wir dann die Katapulte nutzen. Aber so war es jetzt auch okay. So, ach so, hier erstmal über die Brücke drüber. Genau, und dann kommt erst dieses rollende Messer, wie die so schön heißen. Kann man da auch mit einer Rückwärtsrolle drauf? Das ist zu hoch, ne? Dann geht das nicht. Machen wir es einfach so wie vorhin. Da hat es nämlich gut geklappt. Von hier sieht man es sogar schon so ein bisschen, ne? Wie die Leiter da runter geht. Also das ist jetzt gar nicht so versteckt. Wenn man genau hinschaut, sieht man das sogar. Aber im ersten Moment ist man halt auch von diesem rollenden Messer abgelenkt. Das ist einfach so. Ach, da steht noch eins unausgelöst. Ich weiß gar nicht, wann das losfährt. Müsste das nicht schon längst losfahren? Irgendwie haben wir den Trigger nicht erwischt. Aber es soll mir recht sein. Da soll es da stehen bleiben. Aber ich finde halt auch diese Texturierung an der Wand wieder so cool. Mit diesen chinesischen Gottheiten und Teufeln oder was das ist. Geil, geil. Ach, jetzt geht's los, hä? So, ach so, das müssen wir natürlich erst machen. Dann öffnen wir die große Tür und dann brauchen wir erst die Katapulte. So war das. Da drüben ist das unerreichbare Medipack. Das probieren wir jetzt natürlich zu bekommen. Und hier ist auch die Stelle, glaube ich, wo wir anfangs das Secret gefunden hatten, ne? Wo man da so hangeln musste am Wasserfall entlang. So, und jetzt bin ich gespannt, ob wir das Medipack holen können oder nicht. Alle Tomb Raider Teile 1 bis 3 haben ein unerreichbares Medipack. So natürlich auch hier bei Tomb Raider 2. Tomb Raider 1 zur Erinnerung im Palast des Midas. Tomb Raider 3 ist das unerreichbare Medipack. Im Küstendorf, in diesem einen Kannibalenhaus. Jetzt ist es interessant. Ah, die Leiter ist passierbar. Das war im Original Tomb Raider 2 nicht möglich, hier hochzuklettern. Da war die Leiter fehlplatziert und das Medipack war unerreichbar. Hier geht es. Hier kann man das unerreichbare Medipack holen. Es ist hier kein unerreichbares Medipack. Es ist in diesem Falle hier tatsächlich erreichbar. Aha. Genau, also Tomb Raider 2. Ach hier, Helden des unerreichbaren Vorräte Erreichens. Hole dir das unerreichbare Medipack. Wir haben eine Trophäe dafür bekommen. Genau, nochmal Tomb Raider 1.
Ach, müssen wir jetzt schon wieder da unten lang dann? Ja, wahrscheinlich, ne? Den Umweg müssen wir jetzt halt nochmal gehen. Tomb Raider 1, Palast des Midas, Tomb Raider 2, der Tempel des Xian und Tomb Raider 3, das Küstendorf. Da sind die unerreichbaren Medipacks zu finden. Bin mal gespannt, wie es bei Tomb Raider 3 gelöst ist, weil das kann man da wahrscheinlich auch im Remaster nicht holen. Weil da lag kein Fehler vor, sondern es ist mit Absicht ein Morastboden gewesen, in dem man versinkt. Wenn man das Medipack aufheben will. Aber das sehen wir, wenn wir Tomb Raider 3 spielen. Das wird dann auch auf jeden Fall spannend. Freue ich mich jetzt auch schon sehr drauf. Aber erst kommt hier nach Tomb Raider 2. Wir sind noch mittendrin. Wir sollten das erstmal komplett genießen. Dann freuen wir uns auf Tomb Raider 2, die goldene Maske. Mein Lieblings-Director's Cut von allen drei Teilen. Und dann freuen wir uns erst auf Tomb Raider 3. Obwohl so ein bisschen Vorfreude darf natürlich schon immer mitschwingen. Das ist ja klar. So, alle guten Dinge sind drei. Jetzt machen wir schon wieder hier hoch. Aber ihr seht's, man muss das, wenn man alles haben will, wirklich auch mehrmals machen. Die Sachen haben wir jetzt fast alle. Es fehlen noch drei Stück. Und ich find's so cool, dass man hier dieses unerreichbare Medipack holen kann. Ihr könnt's gerne mal in meinem ganz alten Tomb Raider 2 Let's Play vor 11 Jahren oder wann auch immer euch anschauen. Da habe ich das nämlich auch, glaube ich, demonstriert, dass man da nicht drankommt, weil diese Leiter war zwar da, aber die war nicht als Leiter programmiert und man konnte die halt nicht hochklettern, wie gesagt. So, aber apropos hochklettern, hier kann man jetzt auch hochklettern. Und zwar müssen wir hier nämlich gut mit den Katapulten springen und das ist gar nicht so einfach. Ja, das ist nämlich hier die falsche Ausgangssituation, deswegen haben wir auch gespeichert, weil ich weiß, dass das immer schwierig ist. Man muss so im Vorwärtsgehen das irgendwie machen. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz vor an die Kante. Also als würde man so drauflaufen wollen, aber das funktioniert gerade schlecht. Eher schlecht als recht, dann machen wir das mal so. Genau so geht's. Man muss einen Anlaufsprung nehmen nach vorne. Und dann klappt das auch. Das kann jetzt schief gehen, ja. Das ist nämlich echt nicht so einfach an der Stelle. Also, Anlauf nehmen, die Vorwärtstaste gedrückt halten, sonst fliegt sie nicht nach vorne. Die müsst ihr die ganze Zeit gedrückt halten. Wenn wir jetzt nicht zu weit vorne sind. Ach ja, und dann STRG, dann hält sie sich fest. Das ist eigentlich der Trick. Immer die Vorwärtstaste dabei gedrückt halten und zum Schluss dann noch STRG. So, kommt denn der her eigentlich in diesem Loch hier, in dem Tempelbereich? Oh ja. Die Musik ist cool und die Lava dazu sieht auch richtig geil aus wieder. Wie sie hier so glüht. Sehr geil. Ja, dieser Bereich ist wirklich ein sehr, sehr besonderer Tempelbereich, sage ich jetzt mal. Nein. Den Schlüssel haben wir ja gar nicht, den müssen wir noch auftreiben. Ein sehr, sehr besonderer Tempelbereich hier im Tempel des Xian. Weil wir hier so Drachenrutschen haben. Huiuiui, ich dachte, ich werde mir noch aufgespießt. Aber alles gut. Ja, nicht nur die Wände und die Mauern werden von Drachen geziert, sondern es gibt auch eine große Drachenrutsche, die wir hier rutschen können. Klingt ein bisschen wie in so einem Erlebnispark. Aber, ja, das haben hier damals die alten Chinesen auch schon so gehabt. Große Drachenrutschen in diesem Tempel. Wahrscheinlich bevor es die erste Drachenrutsche in irgendeinem Freizeitpark auf dieser Welt gab. So, dann machen wir uns mal nach da oben. Machen wir eine Fackel an, weil hier wird es dunkel. Und wir sollten zwischenspeichern. Oh oh. Ja, ihr merkt, jetzt zieht es hier wirklich ein bisschen schwierigkeitstechnisch auch an. Ah ja, das wollte ich jetzt nochmal wissen, was da unten drin ist. Das sind Spieße, die uns den Tod schicken. Na gut. Ich überlege aber gerade, da später nochmal hochzuklettern und zu gucken, ob was hinter dieser Spießwand liegt. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, das checke ich mal ab. Vielleicht liegt da noch ein versteckter Gegenstand. Oder so. Das fände ich cool. Oh ja, wieder dieser Drachenleuchter hier oben.
Haben wir so ein kleines Fensterchen, was ich sehr schön finde. Zwei Fensterchen. Oh ja, da sieht man auch diesen großen Drachenkopf. Also der Kopf der Drachenrutsche sozusagen. Aber den haben wir auch schon gesehen. Im Raum vor zwei Folgen, glaube ich, oder so. In diesem Hauptraum. Oder letzte Folge. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So, jetzt haben wir einen Hebel gezogen. Ich weiß gar nicht, was der genau bewirkt hat. Oder ist hier irgendwo nicht eine Tür aufgegangen? Ja. Ach ja, genau. Die Tür, um in den Bereich zu kommen. Weil das ist hier so ein bisschen zweigeteilt in diesem Tempel tatsächlich. Und wir müssen beide Seiten sozusagen abspielen. Und dann zwei Drachenrutschen rutschen. So war das doch, glaube ich, oder? Erinnere ich mich falsch. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier an den Schlüssel, den wir suchen. Auch eine schöne Ansicht hier. Aha. Aha. Und weil das hier so ein schöner Punkt ist, würde ich sagen, sehen wir uns auch einfach beim nächsten Mal hier wieder und machen dann an der Stelle weiter. Bis dann, ciao.